Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Dune. Wir sind immer noch auf Arrakis und bauen unsere Hauptstadt Arrakeen weiterhin aus. Da haben wir jetzt hier schon ein paar Gebäudeslots verbraucht. Wir haben aber noch ein paar, und zwar zwei Einzel- und einen Double-Slot. Die Frage ist, welchen Double-Bonus wollen wir haben? Und tatsächlich wäre ich der Meinung, dass die Versicherungsbanken hier wahrscheinlich das Sinnvollste wären. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier noch hinbekommen können. Denn tatsächlich, also der Senatsgesandte holt mich ab. Ich muss gerade eben nochmal gucken, ob hier irgendwie ein Gebäude doppelt gewertet wird. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Beim Militär halt auch nicht. Wir brauchen halt nicht einen doppelten Militärbonus, den definitiv nicht. Okay, gucken wir mal, wo das Wirtschaftslobbying sich befindet. Das ist das hier. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Sie kommen wieder. Gut, wir stehen bereit. Dieses Mal bin ich gespannt, mal abzuwarten. Erneut. Und jetzt geht es darum, hier die Gewerkschaft der Wasserverkäufer zu werden. Ey, komm, ohne Witz. Ich will das werden. Das ist mir das Allerwichtigste. Baller da jetzt alle 280 rein, die ich reinballern kann, mehr. Es ist mir so egal, alles andere. Ganz im Ernst, ich glaube, ich fliege die Jungs ein. Ich fliege sie ein, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Komm, Männer, kommt raus. Boah, die verlieren jetzt hier wieder ganz schnell Truppen. Jetzt kommen unsere da hinten noch angeflogen, was ich irgendwie sehr, sehr geil finde, wie es aussieht. Und jetzt mischen wir hier mal mit. Sehr gut. Übrigens werde ich jetzt hier mal anfangen, hier weniger Geld zu verdienen. Ich will mehr Spice ansammeln. Das wäre mir hier gerade sehr, sehr recht. Gut. Haben wir das hier gewonnen. Und wir haben nicht mal wirklich was verloren dabei. Mache mehr Geld aus Solarii. Muss ich jetzt immer noch beobachten. Vielleicht schaffe ich das ja hier mit dieser positiven Resolution. Wobei 5 Tage. Wenn ich es werde, dann haben wir es geschafft. Wenn ich es nicht werde, dann muss ich damit leben, dass ich jetzt halt einfach gleich das Spice ausgeben muss. Aber wir machen inzwischen jetzt auch wieder ein bisschen mehr Spice, was wir hier ansammeln können. In der Zwischenzeit werden wir das jetzt hier kurz mal weiter ausbauen. Große Preisfrage ist, was machen wir da rein? Wir haben noch nicht genügend Entschuldigung, Plastahl. Es heißt ja jetzt Plastahl und nicht mehr Plastrit. Handelsanfrage. Let's get to business. Das ist sehr wild. Nee. Das ist ein komischer Deal. Mit dem fange ich gerade relativ wenig an. Oh, und wir haben übrigens eine Einheit verloren. Ich glaube, einen Milizveteran haben wir verloren. Ja, also in so einem Fall würde ich halt trotzdem den Milizveteran nehmen. Einfach weil der nicht in Panik gerät, nur weil er unter 50% Lebenspunkte gefallen ist, you know. Also ich sehe da den Vorteil nicht vom Kostenverhältnis her, was den Schweren da angeht. Noch 3 Tage. Es ist noch ein Tag. Bin sehr gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. 0 Tage. Trommelwirbel. Richter des Rates bin ich übrigens sogar. Und ich bin jetzt hier der Gewerkschaft. Der Gewerkschafter der Wasserverkäufer. Yeah. Alles unter einem Dach. Auge des Rates. Könnte ich demnächst auch werden. Okay, Wasserinstandhaltung wurde auch positiv verabschiedet. Das stört mich aber gar nicht.
Ja, das hier ist vielleicht ein bisschen blöd. Dass wir jetzt hier überall die Stufen verloren haben. Na ja. Aber das, jetzt können wir das ja auch bestätigen. Genau, wir wurden da positiv reingewählt. Haben damit unseren Standpunkt klar gemacht. Und was bringt mir das jetzt nochmal? Nochmal ganz kurz gucken. Also das bringt mir jetzt hier. Produktion von Solari wird um 100% des verfügbaren Wassers erhöht. Okay, also das wird es hier gerade eben halt nicht so krass ausgewirkt, weil wir, glaube ich, nicht so viel Geld haben. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendeine Rolle spielt. Weiß es nicht. Es ist verwirrend. Halten wir einfach mal fest, es ist verwirrend. Wir machen jetzt hier ein Rekrutierungsbüro noch rein und danach werden wir da nochmal einen Raketenwerfer reinpflanzen. Technologie haben wir auch gleich. Übrigens, hier wäre nochmal eine Möglichkeit, hier ein weiteres Spice-Feld zu erobern. Aber das Ding ist gut verteidigt. Die Frage ist, wie könnten wir da angreifen? Ich kann jetzt hier die Landratsgarde mir holen. Das kostet eigentlich nur Einfluss, wie wir sehen. Und ein bisschen Wasser im Unterhalt. Eins. Kann ich nur einen machen? Ach, weil mir der Einfluss fehlt. Aber ich hole mir jetzt die Landratsgarde, ne? Was hatten die für eine Kampfkraft? 6 Verteidigung. Also die sind ein bisschen schlechter als der Wächter. Aber kostet mich halt kein Geld und keine Manpower. Von daher. Fantastisch. Kostet also nur Einfluss. So, Tech ist durch. Ich will jetzt dahin gehen, dass sie die Harvester unterstützen können. Aufklärungsgeschwindigkeit bei relevanten Orten ist nicht so wichtig. Der Vorratsentzug, wenn man durch die Wüste geht, das könnte noch interessant sein. Vor allem, wenn man in die Offensive geht, spielt das eine Rolle. Und wieder ein Sandwurm entdeckt. Zum Glück haben sie schnell reagiert. Damit daraus kein Debakel wird. Es kommt mal wieder zu einem Raubzug. Nehmen wir mal an, wieder hier. Aber nach allem, wie ich diese Situation einschätze, wird das hier easy peasy verteidigt werden. Ach so, ja, und ich muss ihn auch wieder einsetzen. Und auch den hier wieder einsetzen. Jetzt kommen die schon raus, das ist gut. Ist schon witzig, wie wir Kohle machen, dadurch, dass die sich gegenseitig da niedermachen, ne? So, Bau abgeschlossen. Mehr Manpower am Start. Mein Problem ist, dass ich jetzt halt einfach wieder deutlich mehr Plastahl brauche. In jeglicher Hinsicht. Hier könnte man noch mal ein bisschen mehr Batteriepower rauskitzeln. So, was ist mit dir? Du lässt dich jetzt hier mal einfliegen. At your service. Verteidigung 6, also Panzerung 6, aber auch weniger Nahkampfangriff. What do you need? Also die sind halt einfach ein bisschen schlechter, aber sie kosten mich halt nichts. Und das ist der Riesenvorteil, sie kosten mich nichts. Will ich jetzt hier noch einen schweren Schützen? Einmal und zweimal. So, dann wäre das jetzt hier meine Armee, die ich so geplant habe. Wobei ich könnte noch mal einen planen. Komm, lass noch mal einen schweren Schützen nehmen. Jo. Das kriegen wir noch Unterwandtruppen. Hier haben wir abgewehrt. Perfekt. Mal hier auch mal jede Menge Plastahl. 46er Meinung. Den kann ich leider kein Wasser geben. Die wir. Oh, okay. 4.
Das ist halt das Äquivalent zu einem Arbeiter fast. Autorität, nee. Das bringt's mir nicht. So, bin mal gespannt, was wir noch alles werden hier. Apropos werden, guck mal unser Land an. Wir sind einfach die linke Front. Wir sind einfach die linke Front. Heavy weapon at your service. So, lass dich einfliegen. Any orders? Heavy weapon at your service. Ready. Say again. Standing by. Wir fliegen alles ein. Schon wieder irgendwelche. Nee. Warum mache ich gerade Minus? Weil ich weniger Wasser mache, ne? Ist das vielleicht der Grund? Ich probiere es mal hier echt mit Wasser. Gut, sobald ich kann. Und 28 Blastahl brauchen wir dafür. How is Arrakis treating you? Gibst du mir dafür 100 oder sowas in der Art? Okay, du gibst mir viel mehr, als ich brauche. Ach nee, die Treaties hier sind abgelaufen. Das ist der Grund. So, jetzt bin ich nämlich garantiert gleich wieder ein Plus. So, nochmal ein Wasserfänger. Wobei, nee, so krass hat es nicht reingehauen. Das ist nur minus 39. How can I help? Aber der ist auch abgelaufen. Ja, jetzt bin ich bei minus 1. Jetzt bin ich gespannt, wenn das hier fertig werden sollte. Oh. Ein ungenutztes Spicefeld. Also, Haus Harkonnen, ihr seid echt nicht sehr effizient, ne? Okay, hier muss ich rüber. Hier muss ich eingreifen, Leute. Für 180 fliegen wir da jetzt hin. Denn hier haben wir noch keine weitere Verteidigung. Wie lange brauchen meine Truppen noch? Nicht so lange. Das werden sie wohl eher tendenziell nicht schaffen. Ich guck mal gerade eben, ist das Ding schon fertig? Wo brauche ich denn da gerade das Wasser hier? Nee, es ist noch nicht da. Jetzt ändert sich hier das Gefecht. Auf einmal stehen sie hart unter Druck. Ey, ich weiß nicht, was es für eine Ability ist, aber sie nervt. Genau hier. Solange sie wirken, sterben deine Einheiten nicht im Kampf. Kampfdrogen. Ah, finally! Also, ich hätte jetzt hier gerne mal einen Raketenwerfer. Oh, hier greifen sie auch an. Boah, der hat ja eine richtig große Offensive gestartet gegen mich hier. Nee, das bin nicht ich. Das ist eine andere Siedlung, die der da jetzt angreift. Nee, er wird angegriffen. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Okay, was haben wir hier? Vielversprechende Politiker. Ein kluger Politiker hat deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielleicht könnte dies von beiderseitigem Nutzen sein. Suche seinen Rat. Lass dich für eine positive Realisation wählen. 100 Einfluss wäre aber auch nicht schlecht. Oder überzeuge ihn, sich an deine Seite zu stellen.
Baue zwei Staatskunstgebäude. Erhalte eine Agenteneigenschaft politischer Drahtzieher. Das wäre so schlecht nicht. Ich hole nochmal eine weitere Landratsgarde, weil ich es mir leisten kann. Oh, ich habe irgendwo True. Ich habe jetzt gerade ein Achievement bekommen. Das nennt sich True Friendship. Wir haben die nächste Steuer bezahlt. Wir oh Gott. Das sind schon wieder zwei Stück nicht im Einsatz. Das kann ja nichts werden. Sprecher des Rates, Haus Atreides. Ja, please. Mehr als 130 kann ich nicht machen. Nee, komm, ich gehe auf die 140. Ich versuche einfach Sprecher des Rates zu werden. Mit den Punkten, die mir gerade eben zur Verfügung stehen. Ich meine, ich könnte jetzt halt auch Karthag einfach angreifen und Haus Harkonnen platt machen. Es zumindest versuchen. Wir haben einen weiteren nicht zugewiesenen Agenten. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier um die Sieges bestellt ist. Minus 45. Hier bin ich schon am Start. Hier bin ich am Start. Wir arbeiten daran, dass das hier besser wird, ne? Nee, dann will ich diesen Agenten eventuell Arrakis zuordnen? Oder der Raumgilde? Hier kann ich ja nichts machen. Oder nee, dem Landrat. Ich tue dem hier dem Landrat zuweisen. Das bringt uns hier nochmal ein paar weitere Boni auf Einfluss. Okay. Also der Gedanke ist eigentlich der, ich muss jetzt eigentlich ihn jetzt hier noch mehr Spice abluchsen, ne? Also wenn ich angreife, dann hier. Ganz klar. Das muss der Plan sein. Ich finde dieses Flugplatzsystem so mega cool. Will ich noch mehr Wasser hier produzieren? Wissen. Produktion, Einfluss, Aufklärung, Hegemonie. Und wir machen hier ein Einflussgebäude hin. Das Spiel will eh, dass ich sowas baue. Das Spiel will auch, dass ich hier etwas baue. Mhm. Mhm. Ich gucke gerade eben, ob ich noch irgendwo einen billigen Slot frei habe. Aber ich glaube, die Zeit der billigen Slots ist nur noch im Norden zu haben, ne? Nur noch hier oben. Ja, komm, dann kaufen wir uns halt gerade eben noch mal ein bisschen Let's get to business. Read ein hier so. Keine Ahnung, was kriege ich hier für 300? Habe ich über 1000. Okay, lass uns noch einen Forschungshandel machen. Er hat hier zugestimmt. Noch mehr Wissen. Hier wurde ich angegriffen. Im Vorbeifliegen, Unverschämtheit. On duty. At your service. Du bist auch hier rüber. So, ich habe jetzt wieder genug Materialien, um hier mal was zu bauen. Die Frage ist, was bauen wir jetzt hier? Eigentlich gibt es hier nur noch solche Sachen zu bauen. Mehr Einfluss, die laufenden Landratsresolutionen zugewiesenen Agenten produzieren zwei Solari. Ich finde es halt wenig. Es klingt halt wenig. Ne? Jeder Agent kann maximal drei drin sein, mal zwei wäre sechs. Bei 154 Einkommen. Hm. 20% Produktion von Einfluss bei anderen Fraktionen mit einer Beziehung von über 50. Oder? Mehr Produktion von Autorität. Hegemoniegewinne. Ja, also das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Ganz im Ernst. Ganz klar.
So, wir machen hier wieder mehr Spice. Das ist wichtig. Greifen jetzt hier von diesem Siege aus an. Das Lustige ist, dieser Siege greift mich gar nicht mehr an. Man muss wissen, dass diese Angriffe immer aus den Sieges kommen. Also wenn man weiß, dass da irgendwelche Sandleute, wollte ich schon sagen, wir sind nicht in Star Wars, wir sind in Dune, Fremen angreifen, dann ist dann in der Nähe ein Siege. That's your command. Wie bist du da gelandet, Wächter? Okay, ich habe gerade einen Wächter verloren und weiß nicht warum. Wie ist der da gelandet? Also gut, ich bilde ihn nochmal neu aus, was halt trotzdem ärgerlich ist, weil der war garantiert schon ein bisschen gelevelt. Kommt wieder ein Raubzug, ne? Die kommen wieder von hier. Beste, was man da machen könnte, wäre zu versuchen, die jetzt hier zu befrienden. Probier's. Ich möchte nicht gegen die kämpfen müssen. So, wir haben einen neuen Agenten bekommen, gerade eben durch diese Aktion. Komm, will ich jetzt hier voll auf den Landrat. Ich will jetzt hier maximale Infiltration beim Landrat haben. Zwischenzeit gewinnen wir hier diesen Kampf. Ich hole mir nochmal eine weitere Landratsgarde und dann ist meine Armee voll. Denn wir haben genügend Wasser. So, hier oben. Kommt es hier noch der Raketenwerfer rein, wie ursprünglich bestellt? Den stellen wir hier unten hin, so. Da kommt wieder ein Sandwurm. Und der macht schon wieder nichts mehr. So, ich schicke den gleich wieder los. Kann ich dich jetzt da hinschicken, wo ich meine anderen Truppen habe? Ja gut, die Strecke kannst du auch laufen. Die Strecke kannst du auch getrost laufen. Also, wir produzieren jetzt gleich 30% mehr Autorität, machen nochmal Hegemoniegewinne plus 10%, erhalten einen Teil deiner Hegemonie als Solari. Das ist sehr cool, wenn wir das bekämen. Nächste Technologie ist durch. So, das war jetzt hier einfach nur, dass die Ornis schneller sind und dass wir halt weniger schnell Vorrat in der Wüste verlieren. Jetzt kommt der wichtige Teil. Enthülle alle verborgenen relevanten Orte. Verbündete militärische Einheiten in der Nähe deiner Ornithopter erleiden Vorratsentzug pro Tag minus 20%. Also da kann ich sogar noch die Ornithopter einsetzen, um zu verhindern, dass sie schneller verdursten. Harvester, die von einem Ornithopter unterstützt werden, erhalten eine plus 20%ige Sammelrate. Das ist das, was ich will. Denn 20% ist schon eine Menge. Gefühlt ist das sogar mehr als der Einsatz von diesen Männchen da drin. Oder ungefähr ähnlich viel, als ob man zwei Männchen da reinsetzt. So, die letzten Soldaten kommen an. Hier mein Gebiet untersucht, der Lump. Milizveteran, Milizveteran, Distanzmiliz und hier noch eine Sprengmiliz rein. Ich will dafür sorgen, dass er, wenn er angreift, es bereut. Miliz. Sprengmiliz, Milizveteran, Milizveteran. Also wenn, dann bitte hier gute Truppen und nicht diesen Crap. So, meine Soldaten sind bereit. Oh. Da wird gerade befreit.
Ganz im Ernst, ich gehe da hin und versuch mal Eigenbedarf anzumelden. Produzierst schon mal die ersten Ornis, ne? Auf dieser Basis. Also die scheinen jetzt nicht mehr... Die haben überall Rebellion. Guck mal, überall ist Rebellion am Start. Ich will, dass ihr auf jeden Fall auf Stein steht. Nicht, dass euch jetzt hier dieser blöde Wurm holt. Genau, das meine ich nämlich. Da kommt er nämlich schon. Drängen die mich da raus? Wie beknackt ist das denn hier? Also ich habe das Gefühl, dass ich diese Befreiung nicht aufhalten kann. Keine Ahnung, wir werden sehen. Machen wir mal hier weiter. Oh, ich kann Dune-Gouverneur werden. Hätten wir das Spiel gewonnen. Ganz im Ernst. Kontrollierte Märkte? Beides ist geil. Letzten Endes, also was bringt mir die Dune-Gouverneur? Also wie gesagt, das ist einfach nur, dass man das Spiel gewinnt. Wenn man 60 Tage lang der Dune-Gouverneur bleibt. Der Richter des Rates. Doch, ich bin der Richter des Rates, ich bin der Sprecher des Rates, ich bin der Gewerkschafter des Wassers. Auge des Rates bin ich nicht, aber darüber wird auch leider nicht abgestimmt. 50. Versuch beides zu kriegen. Wahrscheinlich verliere ich jetzt beides. Weil ich meine Kraft aufteile oder so. Oh, ich stelle gerade eben fest, dass wir hier Zeug verlieren. Okay, let's go. Roger that. Wie lange hält das jetzt hier noch? Nicht mehr so lange. So, jetzt können wir das hier nehmen. Ach, jetzt hat sie natürlich wieder nochmal eine Abklingzeit. Kann nicht sofort angegriffen werden. Was ein Riesenproblem ist, weil meine Jungs dadurch jetzt hier voll hungern. Also ganz schnell zurück. Schnell zurück. Schnell zurück. Schnell zurück. Man hat hier echt nicht viel Zeit. Gut zu wissen. Zum Glück haben wir schon ein paar Boni, sonst wären diese Truppen alle jetzt drauf gegangen. Da wäre jetzt auch schon wieder ein Wurm gekommen. Okay, ihr verteilt euch so, wie es sein soll. Sandwurm entdeckt. Ey, schon wieder Inaktivität. Alleine deswegen brauchen wir halt einfach mehr. Mehr Spicefelder. So, das hier Ding ist komplett ausgebaut. Du bist so gut ausgebaut, wie nur geht. Könnte es noch ein bisschen ausgebaut werden? Das Ergebnis ist da. Ich bin tatsächlich jetzt der Dune-Gouverneur. Also wir sind jetzt gerade eben auf der Siegestraße. Wenn wir es jetzt 60 Tage lang halten, also ich glaube dreimal Abstimmung oder so, dann haben wir gewonnen. Sehr zuvorkommend von dir, dich so großzügig um diese wertvolle Land zu kümmern, obwohl dir klar sein müsste, wie schnell es sich deiner Kontrolle wieder entziehen könnte. Das Zeug von wahrer Selbstlosigkeit. Ja.
Laber nicht. Aussage können, laber nicht. Politisches Fehlverhalten. Ein Mitglied deines Hauses hat während der letzten Sitzung des Landratskonzils sich nicht wiedergutmachenden Fauxpas begangen. Und ich hatte sich gefreut darüber, dass wir jetzt das Gouverneursamt haben. Wenn es nur etwas Wichtiges gäbe, über das alle in diesem Vorfall vergessen könnten. Ich kann Intel einfach ausgeben. Ja, so. Spionage betreiben und Gutes. Okay, meine Trübs sind nicht mehr im Trübsalblasen. Das Ding ist gleich angreifbar. Es wäre cool, wenn eine Zeit dran stehen würde. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon mal loslaufen können. Dann wird die kaiserliche Steuer bezahlt. Und alles ist gut. All clear. Okay, let's go. Watch it. Ich habe wieder einen interaktiven Ernter, ich fasse es nicht. Da kommt der Wurm. Warum kann ich die Stadt jetzt nicht angreifen? Da! Weil ich es nicht richtig getroffen hatte. Was für ein Durcheinander! Und... geschafft. So, ein fünftes Spicefeld. Das ist jetzt mein persönlicher Rekord. Weil es nur darauf, dass diese Tech endlich durch ist. Apropos. Mit dir hätte ich gerne nochmal ein Forschungsabkommen. So, jetzt haben wir wieder 19 Knowledge. Also Wissen und können dadurch schneller forschen. So, die Siedlung gehört mir. Yippie-yay. Also, Milizveteran, Milizveteran, Sprengmiliz, Distanzmiliz. Dann kommt hier... ich habe nicht genug Energie. Scheiße. Ja, aber das macht nichts, denn wir können ja die Brennstoffzelle direkt jetzt hier bauen und danach den Spice ernten. Das ist so ein Ort. Das ist keine Windstärke. Ich glaube, dass das hier irgendwas Besonderes sein muss. Also... oh, 1000 Hegemonie. Ja, wer das hält, hat 1000 Hegemonie. Das, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Wieder ein Sandwurm entdeckt. Dann wird halt ein weiterer Spice-Ernter inaktiv. Frage ist, was mache ich jetzt hier noch, ne? Ich kann das immer noch nicht machen. Da hat Wirtschaftslobbying. Bereite gerade eben nur schon mal diese gesamte Sache vor. Oh, wir sind bei 34 Minuten. Wie die Zeit rennt! Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein, tschüss und ade.